Herzlich willkommen zum Seelenreiten Tag Nummer 23. Heute hat mich die Doro wiedergefunden. Sagen wir immer Hallo. So, dann wollen wir mal direkt anfangen. Mal gucken, ob wir heute Fire Soul. Entschuldigung. Ob wir heute Fire Soul auf 11 bekommen. Was steht denn heute an? Überspringen Schockwellen, geistlichter Symbol auswählen. Okay, dann wissen wir ja Bescheid. Letzte haben wir nicht mehr bekommen. So. Na, auf 20.000 schaffen wir es heute nicht mehr. Aber ja. Dann wollen wir mal weitermachen. Geistlichter. Ja, jetzt schon Level 11. Cool. Das heißt, ich bin für die Mission jetzt noch ein bisschen schneller geworden. Yes. Symbol auswählen. Keine Ahnung warum, aber irgendwas sagt mir, dass heute sehr viel Sonne abbekommen, weil ich habe sehr viel Sonne gehabt, also in dieser Symbolgeschichte. Sonne, Mond und Blitz, also Vollmond heute? Keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kurzen Cut. So, weiter geht's mit den Missionen. Pandorischen. Jo, jetzt habe ich meine beiden Lieblingsgeschichten sogar direkt gleichzeitig. Geil. So, wo müssen wir denn heute mit dem Riss hin? Ost-Epona. Okay, dann bis gleich. Interessant gewählt. Mal gucken. Auf zum zweiten Mal. Ah, okay, jetzt bewegen sich die Blitze. Nicht schlecht. Bewegt, so.
Komm. So. Dich haben wir. Dich haben wir auch. Und dich haben wir auch. Jo. So. Was ist der nächste? Letzte. Komm. Lass mich dich erwischen. Ah, hier. Hier ist besser. Hey! Ach, einer fehlt mir noch. Okay, war ein bisschen dumm heute, weil einer fehlt. Ah, einer fehlt mir noch. Komm. Yes! Yay. Nein! Alter! Und... Yes! Ach, diesmal deutlich schneller als gestern. Deutlich sicherer. So, zurückkehren. So, dann jetzt Draconium. Mal gucken, ob das heute schwerer wird. Muss ich denn hin? Ah, wieder dahin. Okay, bis gleich, Leute. Okay, Leute, einmal kurz ein Bild machen. So. Jetzt kannst du losgehen. Vor dieser Frist habe ich jetzt gar nicht so viel Angst, weil bis jetzt sieht man, dass man es schafft, wenn man genau guckt. Irgendwann entwickeln die Dinger ja auch eine Reihenfolge. Deswegen, also irgendwann haben die Dinger eine Reihenfolge, da kann man das ungefähr sehen, wann sie ausgehen und wann nicht. So.
deswegen so viel Angst habe ich vor dieser Mission gar nicht mehr. So. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja irgendwann doch nochmal schlimmer. So, dann haben wir heute so viele Punkte. Unser Pferd ist auf Level 11 aufgestiegen. Das heißt, feierst du das irgendwann auch mal fertig? Ja. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Stehen wir wieder an den Stammplatz hin. So. Okay, sind weg, meine Leute. So. Gut. Dann würde ich sagen, kriegen wir vielleicht morgen, übermorgen vielleicht die Hose. Und dann viel Spaß heute euch noch mit einem schönen Tag und tschüss.